Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zu Banjo und Kazooie. Es geht wieder weiter. Wir sind aktuell hier im Waldtempel, beziehungsweise sind wir in diesem Roulette-Raum im Waldtempel. Und keine Ahnung. Ich habe scheinbar ein Rätsel gelöst. Mit dieser krassen Bossmusik, ey. Hier oben ist auch irgendwas. Was ist das? Hallo? Ist das... Da steht 1, oder? 1. Jo, keine Ahnung. Sollen wir das irgendwas sagen? Okay, wir gucken erstmal, was hier ist. Achso, 2. Etage wahrscheinlich. Etage 1, 2. Hier haben wir Eier. Soll mir das irgendwas sagen? Zwei. Okay. Hier lagen Eier. Hä, aber... Ich bin verwirrt. Was? Was passiert hier? Jetzt sind wir in Etage 3. What? Da backt irgendwas durch die Wand. Kann er... Das Geist. Ach, das ist schon Etage 4, hä? Kann das sein, dass das was vielleicht mit diesen Schildern zu tun hat? Bam. Bam. Und hier ist jetzt ein F. Ich weiß nicht, was ist denn das? Ein F und ein... Keine Ahnung. Irgendwelche Rätsel sind, dessen Bedeutung wir noch herausfinden müssen. Oh Gott. Exit. 5. Fragezeichen. Ich bin mega verwirrt. Aber Exit kann ich gar nicht nehmen. Aber hier komme ich auch nicht durch. Doch. Okay, ich gehe einfach mal rein. Keine Ahnung, was mich hier erwartet. Was passiert hier zur Hölle? Hä? Was ist denn mit den Typen? Die backen hier alle durch. Okay, Schaden machen kann er mir nicht. Jetzt bin ich in Raum 6. Hey, was soll das denn hier darstellen? Ist das einfach nur, um mich zu verwirren? Oder gibt es hier sonst noch irgendwelche Geheimnisse? Oder soll das so wie so ein Bossraum sein? So Bossräume? Wisst ihr, was ich meine? So eine Art Drillhöhle. Mit 50 Ebenen irgendwie so. Und ich soll mich hier durchfighten. Soll das so eine Darstellung davon sein? Oder gibt es hier sonst noch irgendwelche Rätsel? Das ist gerade so, was mir durch den Kopf geht. Wir sind jetzt auf jeden Fall auf Etage 7. Oh Gott, ich habe ordentlich Damage gefressen. Vielleicht soll ich dafür die Eier nehmen, ne? Dass ich da nicht so viel Schaden bekomme. Aber hier ist jetzt wieder gar keiner. So, ich bekomme jedes Mal nur ein paar Eier. Aber das kann doch jetzt nicht 50 Ebenen so gehen, oder? Das ist doch nicht in ihr Ernst. Vor allem manchmal ist ja auch gar keiner da. Aber manchmal kriege ich auch keinen Schaden. Oh Gott! Ja komm! Dein Ernst? Da sind jetzt halt auch wieder so Buchstaben und ich weiß einfach nichts mit denen anzufangen. Ein B und ein Galgenmännchen oder so. Was soll denn das? So, weiter geht's. So, jetzt haben wir hier ein Exit, wieder ein Geist. Da ist wieder Fragezeichen. Ich check's nicht, Leute. Was ist denn das hier? 50 Ebenen Drillhöhle erstmal. Exit. Das sind goldene Federn.
So, Geist ist tot. Ich würde ja gerne die goldenen Federn nehmen. Aber ich weiß gerade nicht, wie ich da hochkommen soll. So, weiter geht's. Keine Ahnung. Ebene 11. Also ich glaube, es ist wirklich so, oder? Jetzt sind wir beim Boss. Hä, jetzt sind wir beim Boss angekommen. Und die rennen einfach... Alter, was erwartet mich denn hier? Ich bin komplett verwirrt, Alter, was? Ja, jetzt mach doch mal einen ruhigen. Boah, ich krieg die gar nicht so hin, ne? Okay, einer ist tot. Oh Gott. So, hier rennen doch noch mehr rum, oder? Hä? Nee, jetzt sind sie alle weg. Exit. Und da geht's zum Boss. Oder so ähnlich. Ich habe keine Ahnung. Er sieht bossig aus. Das ist wieder ein Geist. So, der hat sich selber umgebracht. Ich krieg kein Leben, wenn ich den umbringe. Das nervt mich ein bisschen. Ich hätte mir ein Leben verdient, finde ich. So. Jetzt sind wir beim Boss. Ist das klug? Das ist ein Puzzleteil direkt. Ich hoffe, es kommt auch kein Boss mehr, der mich jetzt killen will. Ach, leck mich doch am Arsch. There's enter boss boo box hold. Oh Gott, was soll ich denn mit dem machen? Okay. Aber das scheint mir was zu bringen. Oder? Bringt das was? Ich weiß es nicht. Ja, okay. Es hat was gebracht. Okay. Was? Oh Gott, okay. Die machen Schaden. Natürlich machen die Schaden. Das ist ein Boss. Okay, aber die Ei-Pups-Taktik funktioniert eigentlich ganz gut. Oh Gott, nein. Mehr Eier wären besser. Ja, übertreibt! Was soll ich denn noch alles machen? Oh Gott! Nee, das schaffe ich nicht mehr. Ich glaube zumindest nicht dran, dass ich das noch schaffe. Okay, 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 okay. Du wirst aber auch voll getriggert, ne? Okay. Shit. Nein. Oh, das ärgert mich gerade sehr, dass ich das nicht geschafft habe. Aber was bringt mir denn das Leben? Gell? Also, warte mal, was passiert jetzt? Ja, ich lande wieder am Anfang. Und ich bin jetzt wieder bei Null, oder? Aber ich habe auch kein Leben verloren. Hä, wie nervig ist das? Ich fange jetzt wieder bei Null an. Und ich habe schon so geil einfach die Noten eingesammelt. Und Eier habe ich jetzt gar keine... Hä, Alter, das ist doch voll scheiße. Mann! Leute, ich glaube, ich werde mal kurz laden. Ja, ich glaube, das ist für mich gerade besser, weil... Warum... Ganz ehrlich, warum habe ich Leben, ne, wenn mir das Leben einfach nur... einen kompletten neuen Spielbeginn verschafft. Also, ganz ehrlich, ich verstehe das nicht. Dann kann ich doch auch gleich sterben, dann brauche ich doch kein Leben, oder? Also, irgendwie komisch. Aber gut, ich würde sagen, ich werde mal kurz laden
den Spielstand von vorher und wir sehen uns gleich beim Boss nochmal. Bis gleich. So Leute, und weiter geht's. Noch eine Runde gegen die Megabox. Hab mir überlegt, wir sollten vielleicht auch mal die goldenen Federn so ein bisschen einsetzen. Die könnten da vielleicht auch super nützlich sein. Und gegen den Einzelnen jetzt vielleicht einfach mal ein bisschen die Attacke. Guck mal, das geht doch viel schneller. Ja, ja, ja. Ich glaube, ich habe mit den Eiern halt echt irgendwie Scheiße gemacht. So geht es wirklich ein bisschen besser, glaube ich. Wenn ich jetzt einfach mal reinrenne. Guck mal. Eine Feder verbraucht und richtig Schaden gemacht. So. So, jetzt komme ich aber gegen die Kleinen. Guck mal, da hüpfe ich irgendwie ganz komisch drüber. Aber geht voll klar. Ja, das ist ein bisschen komisch. So. So, einfach mal ein bisschen Eier pupsen noch nebenbei. So. Oh shit, oh shit, oh shit, nur noch zwei Leben. Ah. Also nur noch zwei Lebenseinheiten, sag ich mal. Okay, okay. Ja. Und der eine noch, komm. Okay, wir haben ihn. Arg. So. Und da ich das ja geladen habe, muss ich jetzt auch die Noten, die ich jetzt zwischendurch eingesammelt hatte, nicht nochmal einsammeln. Kann ich hier runter? Ich kann hier runter. Natürlich kann ich hier runter. Warum sollte ich nicht hier runter können? In Banjo-Kazooie ist alles möglich. Oh Gott. Ich sollte trotzdem gerade ein bisschen aufpassen, ne? Weil mein Leben ist ja nicht gerade in der Woge, sag ich mal. Oh Gott, aber wir haben ihn bezwungen. Da bin ich erstmal froh drum. So wie alle, die leben in Holotrum. Ho, 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 ho. Ich weiß nicht. Gibt's hier... Ob es hier noch ein Geheimnis gibt? Wenn ich hier irgendwie... Gibt's da noch so Monster und so? Ich weiß nicht, ob das einfach nur Deko ist. Könnte mir aber auch vorstellen, dass hier vielleicht irgendwo noch ein Geheimnis schlummert. Egal, wir gehen erstmal wieder zurück. Wenn ich muss mal halt später nochmal wiederkommen. Da ist ein Leben, by the way. Wobei ich auch gar keine Ahnung habe, was mir so ein Leben bringt, ganz ehrlich. Was bringt's mir? Ja, was ist der Unterschied, wenn ich ein Leben verliere und was ist der Unterschied, wenn ich ein Game Over mache? Weil Game Over lande ich halt im Hauptbildschirm und fange halt wieder neu an. Aber das ist doch genauso, als ob ich ein Leben verliere. Verstehe ich nicht ganz. So, oh ja, hier, oh, schön. Ein Leben. Oh ja, da steht ja eine ganze Box. Ach, wie cool. Sehr schön, dich nehme ich doch gerne mit. Schön, da sind wir jetzt erstmal wieder auf dem grünen Zweig, Leute. Den Boss haben wir bezwungen. Und da sogar noch eins. Wahnsinn. Cool. Sehr schön, wir sind fast wieder voll. Gut, Leute. Was diese ganzen Buchstaben hier auf sich haben, ich habe immer noch keinen Plan. Aber die sind halt überall verteilt. Kann sein, dass es da irgendwo noch ein Rätsel geben wird. Nichtsdestotrotz, ich gehe mal kurz von dem Geist ein bisschen weg. Ich hätte gesagt, wir gehen erstmal gerade durch. Ne, hier waren wir ja noch nicht, da kam er her. So, dann können wir dahin fliegen, springen und dahin können wir noch gehen. Und wir haben hier verschiedene Bilder mit Hinweisen. Mal gucken. Einfach mal weitergehen und gucken, was sich ergibt. So, das scheint mir hier auch schon wieder ein extra Level zu sein irgendwie. Hä? Exit? Kirby? Donkey Kong? Was zur Hölle geht hier ab, Link? Ah, da kann du. Hä? Okay, ich bin jetzt echt gespannt, was mich in dem Raum hier erwartet. Was zur Hölle? Hä? Sieht das cool aus. Okay, keine Ahnung, ich gehe mal zuerst bei Link rein und guck mal, was passiert. Oh, ich vermute vielleicht... Vielleicht haben die Initialien irgendwas damit zu tun, wo man reingehen muss. Kirby? Okay, weil da stehen halt verschiedene Zahlen drauf, ne?
Und vielleicht steht das für Dakandu, Kirby. Vielleicht ist das... Was ist denn das? Was ist denn das? Was ist das? Ist das Samus? D. D. D? Warte mal. Ich gehe einfach mal hier rein. So. D. Ich glaube, das hat auf jeden Fall was mit diesem Rätsel zu tun. Ich muss aber wahrscheinlich, kann ich mir vorstellen, alles einmal gesehen haben und mir irgendwie aufschreiben. Ist auf jeden Fall komplex. Ich guck mal kurz auf so ein Schild drauf, was da steht. Ob ich mir da irgendwas ableiten kann. Z. Es könnte für Zelda stehen. Ne? Für Zelda. So. Aber was bedeutet das Zeichen daneben? Ist das eine 7? Gute Frage. Ich wollte jetzt eigentlich gar nicht da rein. Shit. Komm ich da zufällig jetzt wieder auf die Schnelle wieder raus? Wahrscheinlich nicht, ne? Muss ich, glaube ich, bis zum Exit runter. Na gut. Ich sag mal so, die meisten Gegner habe ich ja eh weggebasht. Warte mal, wir haben auch irgendwo hier noch solche Schilder gehabt. Wo... Ne, hier nicht. Hier vielleicht? War hier irgendwo so ein Schild? Auch hier ist keins. Ba, 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 ba. Ja, ich muss mal kurz bis zum Exit runter. War mir klar, ne? Dass du hier wieder rumrollst. Du kleiner Sack. So, da. B. Was ist das? Was ist das daneben? Was soll mir das sagen? B. Ich verstehe halt das Zeichen daneben nicht. Da ist so ein... Ja, keine Ahnung, was soll denn das darstellen? I don't know. Okay, wir machen auf jeden Fall erstmal weiter. Shit. Versuchen wir irgendwelche anderen... Erstmal Exit, so. Oh nein! Warum backt der denn jetzt durch die Wand durch? Was ist denn da passiert? Okay, erstmal raus hier. Ja, wir versuchen erstmal andere Rätsel zu lösen. Vielleicht fällt mir da unterwegs noch irgendwas ein, wie das gemeint ist. Oder ist es halt... Soll das die Ecke des Raumes darstellen? Nee, es ergibt ja auch keinen Sinn. Ich habe keine Ahnung, Leute. Okay, wir machen erstmal weiter. Ja, hier geht's ja auch noch weiter. Es gibt so viele Wege hier. Also, er hat ja schon gesagt, das ist der... rätselhafteste, krasseste Rätseltempel, den es gibt. Schöne Musik. Sehr, sehr schöne Musik, by the way. So, und hier wurde jetzt auch... Gab es ja dieses Bild. Ich glaube, das war hier zumindest. So, hauen wir den erstmal weg. Hier wird auch die Kamera so komisch. Ja, hier gibt es nämlich hier eine unsichtbare Kletterwand, dachte ich mir schon. Mache ich aber erstmal noch nicht. Ich will erstmal den Rest angucken. Das ist schon ziemlich geil. Ich mag den Tempel schon jetzt sehr. Auch wenn ich das Rätsel noch nicht verstehe. Ist hier Wasser drin? Bitte nicht. Nein, ist es nicht. So, kann ich hier klettern? Ich kann hier klettern. Dann kriege ich doch ein paar Eier. Sehr schön. So, da komme ich nicht rüber gerade. Da habe ich aber eine Sprungplatte. Und da ist eine Wurzel. Hier unten sind ein paar Noten. Das heißt, die holen wir uns gleich erstmal. So, eine goldene Feder, ein Leben. Nehmen wir beides mit. Oh, guck mal, da ist ein Game Boy Advance. Aber ich kann leider gerade nicht erkennen, was das für ein Spiel ist. Also, die hat, glaube ich, gesagt, das Wasser hier ist irgendwie verzaubert und du verlierst hier, man verliert hier doppelt so schnell.
leben. Also, Luftblasen, keine Ahnung. Oh, das Mumbo. Und irgendwie dauert es auch länger, ehe es regeneriert, ne? Mal guck mal. Normalerweise tauchst du auf und es ist sofort wieder... Hä? Okay, ich muss direkt aus dem Wasser rausgehen. Sonst passiert da gar nichts. Okay. Ich kann pokern. Ich kann pokern. Ich kann pokern. Du kannst so gut pokern. So, da haben wir noch eine Note. Die nehmen wir auch noch mit. Ich kann leider da hinten nicht erkennen, was das ist. Ist es direkt Banjo-Kazooie irgendwas? Gab es das für ein Game Boy Advance? Glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. So. Jumpen wir mal hier hoch. Hui. Hä? Okay, ich glaube, ich muss auf die Säule hier drauf, oder? Ja, nein. Ich glaube, das muss ich machen, ja. Aber Leute, der Part... Shit. Der Part ist erstmal wieder rum. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Gerne liken. Ich bin so ein Stabhochspringer. Gerne liken, kommentieren, beim nächsten Mal wieder einschalten zu Jiggies of Time. Ich versuche so lange mal, das hier zu schaffen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi, Leute.